heute. Neues Video, so, ne? Heute wollte ich mal ein paar Fragen beantworten. Sind das Fragen, alles, die ich selber jetzt erstmal praktisch rausgesucht habe? Ja, für weitere Fragen einfach in die Kommentare schreiben. Hab mir jetzt auch ein neues Mikrofon zugelegt. Da kann ich auch mal einen Kommentar irgendwie einblenden. Naja, jedenfalls neues. Ich hoffe, der Ton wird jetzt besser. Vorwärts. Muss ich jetzt erstmal genau entrumpeln. Meine Hobbys sind unter anderem YouTube, wie man vielleicht gemerkt oder eben auch nicht weiß. Es kommen nicht regelmäßig Videos und sieht nicht so aus, als wenn ich mich da so richtig reinsteige. Aber sagen wir so, es gibt keinen Tag, an dem ich nicht auf YouTube unterwegs bin und wenn ich mir nur Videos anschaue und versuche weiter was zu lernen. Und anderes Hobbys ist in dem Hobbys, ja genau, ist zum Beispiel Fitness bzw. Kraftsport, den ich versuche. Also ich versuche dreimal die Woche zum Training zu gehen, habe einen festen Trainingsplan. So, mal schauen, was da noch bei rumkommt. Was mache ich beruflich? Ich bin halt gelernter Dachdecker. Meine Pläne für die Zukunft sind zum einen, also im Sommer geht meine Dachdeckermeisterschule los, also meine Meisterschule, ich mache meinen Dachdeckermeister. Während der Zeit werde ich mir Gedanken machen, ob ich dann halt tatsächlich in die Selbstständigkeit gehe, einen eigenen Betrieb aufmache oder ob ich mich als Meister irgendwo einstellen lasse. Bisschen Zeit habe ich noch. Ja, aktuell lese ich immer noch Play, das Handbuch für YouTuber, was ich in einem anderen Video schon mal kurz erwähnt hatte, als ich das lese. Ich habe es auch fast durch. Danach geht es mit einigen anderen Büchern los, wie zum Beispiel Harry Potter noch und Cashblock Quadrant von Robert T. Kiyosaki. So, dann habe ich ja, zwei Kommentare, auf die ich voll vergessen. Haben wir einmal von Marian, in Klammern Letty steht hier. Ja, ich lese jetzt nicht alles durch, aber unter anderem... Außerdem empfehle ich dir dringend an der Qualität der Videos zu arbeiten, speziell am Ton, welcher in den meisten Fällen absolut katastrophal ist. Ja, das versuche ich gerade zu verbessern. Ich habe ein neues Mikro mir jetzt besorgt. Das andere habe ich mal auch geguckt, wie Rezensionen bei Amazon dazu sind. Die sind, ja, sehr bescheiden gewesen. Ich hoffe, dass das jetzt mit dem neuen Mikrofon wirklich besser wird. An der Qualität will ich auch noch einiges ändern. Also ich mache mir immer wieder Gedanken dazu. Aber alles, was irgendwo nachher vielleicht sogar Geld kostet, muss auch erstmal das Geld halb da sein. Und das andere war eben halb iMade-LP. Bin absolut kein Fan von Vegas Pro. Das einzig wahre ist Premiere Pro. Das überlasse ich dir. Ich habe selber auch schon mit Premiere mal da reingeschaut und geguckt. Es ist halt einfach nur nicht mein Pro. Also ich arbeite lieber mit Vegas Pro. Weil das mache ich jetzt seit 8 Jahren. Kenne ich das Programm. Immer wieder reingeschnuppert, versucht da immer weiter mich zu verbessern, bevor ich wieder in ein völlig neues Schnittprogramm reingehe, wo sehr viel wieder anders ist. Also Premiere hat wirklich seine Vorzüge, Vegas Pro im Gegensatz aber auch. In Vegas Pro kannst du viel mehr im Schnittprogramm selber machen, was auch Effekte angeht. Bei Premiere hast du halt den Vorteil, du hast meistens kannst du dann halt auch After Effects mitnutzen, wenn du es drauf hast und kannst musst nicht erst rausrendern, sondern kannst es halt direkt in After Effects bearbeiten und kannst darüber noch viel mehr mit Visual Effects machen. Und ja, dann steckt mir eure Fragen weiter in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da und so weiter.